Nazi. Sie ist überhaupt nicht mehr ein Nazi. Ja? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Sie reden mit einem Wiedergründungsmitglied der Weißen Rose. Halten Sie diese Behauptung auf, dass ich ein Nazi bin? Also wir wollen ganz gerne hier hören, was Ihre Motivation ist, hier gegen Nazis zu gehen. Auf ein Wort bitte. Auf ein Wort? Ja. Mit? Was denn für Falschmeldungen über eine Islamisierung? Gibt's nicht Islamisierung. Islamisierung findet statt, immer mehr Moslems im Land leben, immer mehr Moscheen bauen, immer mehr Forderungen stellen. Wo fragen Sie, wie viele Moscheen haben wir in Deutschland? Ja, weit über 1000. Na und? Allein von der DITIB. Was stört es? In dem Moment, wo der Islam verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Richtig, und das ist der Islam, ist grundsätzlich verfassungsfeindlich. Von welcher politischen Bestandteil ist das? Von welcher Organisation eigentlich? Ja. Ja. Wir sind BDE, Weiße Rose haben wir wieder gegründet, zum Beispiel. BDE, Pax Europa, Menschenrechtsorganisation. Aber jetzt sind wir nur als Journalisten. Wenn wir von den Anschlägen ausgehen in Deutschland, vom Witz getroffen werden sie eher. Haben Sie den Koran mal gelesen? Ich kenne einige Moslems. Sie kennen Moslems. Und die Moslems haben Ihnen gesagt, dass das alles in Ordnung ist. Ja? Also, wo wollen Sie da raus? Also, pass auf. Punkt 1. Ja. Im Koran steht, Musliminnen sollen sich verhüllen, damit sie Sure 34, Vers 4, Sure 34, Vers 4, sie sollen sich verhüllen, damit sie erkannt und nicht belästigt werden. Ja? Ich kenne den Koran. Und wissen Sie, was das verfassungsfeindlich ist? Dass da Tötungsbefehle drinstehen. Ja. Sie haben den Koran noch nicht gelesen. Sie haben sogar gelesen, oder? Ich habe den Koran gelesen. Ja, aber da stehen 27 Tötungsbefehle. Sind alle Moslems schlecht? Nein, haben wir nie gesagt. Nein. Wir sagen, im Koran stehen brandgefährliche Sachen drin. Nazis raus! 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 Nazis raus!
Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Ich könnte noch ein paar Mal füllen. Nazis raus! Wir haben Riesenstimmung mit dir her. Nazis raus! 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 Journalisten. Ja, das ist absolut Nazi raus! Nazi raus! Nazi raus! Warum demonstrieren Sie heute hier? Was ist Ihr Grund, hier zu demonstrieren? Wissenschaften, oder dürfen Sie mal rein? Ach, wissen Sie, was da abgelaufen ist? Ja?
Da hat sich der Professor Matthias Rohe geweigert, Fragen zum Islam, kritische Fragen zu beantworten. Ja? Ich kenne den schon lange. Gehen Sie weg von mir. Ich kann ja auch nicht mehr filmen. Doch. Ja, ich schaff's ja nicht mehr, weil hier ist kein Bild, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, logisch kriegst du es zusammen. Die drückt mich ja dauernd weg. Ja, mach weiter. Ja. Das ist doch herrlich hier. Das ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Inwiefern akzeptiert sie die Menschenrechte nicht? Naja, dass die Religionsfreiheit überhaupt nicht akzeptiert wird, dass jeder hier in Deutschland seine Religion frei äußern darf und seine Religion frei nachdenken kann. Die Kritik am Islam ist also nicht gestattet, ja, wegen der Religionsfreiheit. Die Kritik ist nicht gestattet. Wir wollen uns hier gerade unterhalten. Ja? Also eine Kritik ist immer gestattet, aber man muss ja gucken, in welcher Art und Weise. Ja? Und die Art und Weise der AfD ist überhaupt nicht akzeptabel. Kennen Sie sich mit dem Islam aus? Ich kenne mich mit dem Islam aus, ja. Sehen Sie da, ja? Sehen Sie da verfassungsfeindliche Bestandteile? Nein. Was ist mit den Tötungsbefehlen im Koran? Die stehen nicht im Koran, haben Sie das mal gelesen? Ja, 2, Vers 191, tötet die Ungläubigen, wo immer sie findet. An 27 Stellen im Koran. Das ist, glaube ich, ganz Sie müssen lesen im Koran. Ja, ich habe ja gelesen. Ja, das stimmt. Wir sind dann fertig. Wir sind dann fertig, ja. Okay. Wollen Sie auch was sagen? Nein, ich hoffe, das machen Sie nicht. Okay, alles klar. Gut, Sie sind die erste Person heute, die was sagen konnte. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Nee, bitte. Die anderen können nur nach sich rauszerren. Mehr Kinder. Und mit der Rasse hier rum. Okay. Und die gucken morgen gerne. Wollt ihr auch was sagen? Wollt ihr auch was zu der Demonstration heute hier sagen, warum Sie hier sind? Oder was an der ISS sind? Warum sind Sie denn da? Weil ich Interviews mache. Wissen Sie? Das ist der Herr Schürzenberger. Ja. Für wen machen Sie das? Das ist fürs freie Fernsehen Rosenheim und für politically incorrect. Haben Sie denn Lassen Sie das mit dem Nazi, dabei? Sonst zeige ich Sie an. Ganz ehrlich. Sie sind schon ein paar Mal angezeigt worden. Aber wissen Sie was? Ich habe mit der besten Freundin von Tobi Scholl die weiße Rose wieder gesehen. Wenn Sie noch einmal Nazi sagen, zeige ich Sie das an. Dann mache ich mir den Spaß und dann machen wir hier eine Anzeige. Okay? Also, gehen Sie mit dem Begriff Nazi etwas sorgsamer um. Ja, sonst wird es nämlich ein bisschen anders hier. Ein Schritt, dann nehmen wir auch die Methoden. Warum sind Sie hier? Ein Schritt, dann ist man getrennt. Fühlen Sie sich gerade eingeschüchtert? Wir lachen doch über Sie! Bitte? Wir lachen doch über Sie! Ja, ist doch schön, wenn man lachen kann! Gehen Sie auf die rechte Seite drüber! Ist doch schön, wenn man lachen kann! Ja, so, Gehen Sie auf die rechte Seite drüber! Ja.
Aber ich würde doch ganz gern mal ein bisschen was von Ihnen hören, was Sie im Einzelnen an der AfD schlimm finden. Und Sie müssen mal aufpassen mit Ihrem Schirm, weil da ist da oben ein Draht, da können Sie der Dame jetzt gerade ins Auto reinstellen. Also passen Sie auf. Okay. Was finden Sie im Einzelnen an der AfD schlecht? Schauen Sie, dass Sie weiterkommen. Keiner mag Sie da, keiner braucht Sie da, keiner will Sie da. Schleichen Sie einer, weil das ist völlig zwecklos. Wissen Sie, mich muss keiner mögen, nur Fragen beantworten. Das wäre doch mal das Einfachste, oder? Wäre das nicht schuldig, oder? Ich raus zu Jana, du hast echt leid. Wirklich? Ja, wäre das nicht okay. Alles klar. Ja? Das war nochmal wirklich fachkundige Aussage. Genau. Ja? Was ist mit Ihnen? Warum demonstrieren Sie heute hier? Ja, so Arschlöcher wie die. Gegen so Arschlöcher wie mich. Was ist denn hier Arschloch? Steht alles im Netz, was du für einer bist. Was bin ich denn für einer? Arschloch. Ein Arschloch bin ich. Jawohl! Das ist meine fachliche und fachliche Beurteilung. Jawohl! Was haben wir denn hier? Ich hab da oben nachher schon wieder einen Trauermann. Raus! 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 Also rechts ist keine legitime politische Einstellung? Nein, nein. Links schon? Ja. Aber rechts nicht? Nein. Also Sie machen keinen Unterschied? Mein Name ist Stürzenberger, wir machen hier fürs Fernsehen Rosenheim. Was ist das? Machen Sie Unterschied zwischen rechts und rechtsextrem? Ja. Aber rechts ist auch, auch schlecht. Rechts, rechts, rechts. Alles, also rechtsextrem und rechts, alles ist das Gleiche. Keine Unterschiede. Schön, sehr laut, gell? Ja. Könnt ihr was sagen? Nee, nur pfeifen. Ja, das ist ja, das ist ja. Dann muss ich ein bisschen da reingehen. Kann jemand sagen, warum er? Das gilt bitte auch für Sie, dass Sie bleiben. Bitte nicht nötigen. Finger weg von der Kamera. Ich kann Bilder von mir. Ja, dann gehen Sie halt weg. Wahnsinn ist noch vorsichtig formuliert. Ja, es ist hier ein kollektiver Ausnahmezustand, um es vorsichtig auszudrücken. Also es war genau eine Dame, die sich hat artikulieren können, die auch normal ein Interview ermöglicht hat. Die anderen nur geschrien und gelernt und Nazis raus, tausendmal hintereinander geplärrt und Trillerpfeifen und Rasseln. Also das ist die hochkompetente linke Gegendemonstration. Es soll eigentlich auch zwei Stadträtinnen heute. Tun Sie mal den Schirm weg. Ne? So, okay. Ja, wir haben Pressefreiheit in Deutschland. Ja, merken Sie? Kennen Sie das Grundgesetz? Ja, ne, Sie stören aber die Filme. Aber warum machen Sie es gerade hier? Weil hier gerade eine Gegendemo ist. Ne? Wir filmen die Gegendemo. Es ist ganz normaler Vorgang in Deutschland, dass man Demos und Gegendemos filmt. Okay? Gut. Und da brauchen wir nicht die Kamera stören. Okay? Weil das ist ein Eingriff in die Pressefreiheit. Grundgesetz. Ja? So. Und da sollen also zwei Stadträtinnen da sein, eine von den Grünen, eine von den Freien Wählern. Haben wir bis jetzt noch keinen hier entdeckt, der das Format eines Stadtrats hat. Oder ist vielleicht Stadtrat bei den Grünen und bei den Freien Wählern jemand, der ständig Nazis rausbleibt? Kann auch sein. Ja? Also es war wieder ein sehr erhellender Einblick, was wir heute hier erlebt haben. Und ja, so sind es halt, gell? Die Linke. Sie sind ein mehrfach vorbestrafter Hetzer. Ja, wenn Sie meinen. Mehrfach. Nicht, ich meine das nicht. Wenn Sie meinen. Nein, ich meine es nicht. Das ist so. Das ist keine Meinung, das ist eine Tatsache. Sie wissen ja gar nichts. Herr Stürzenberger, Sie sind ein mehrfach vorbestrafter Hetzer. Mehrfach vorbestrafter Hetzer. So ist es. Haben Sie sich eigentlich informiert? Wegen Hetze. Haben Sie sich informiert? Ja, selbstverständlich. Wegen Islamkritik. Sie sind ein Hetzer. Wegen des Zitats eines Ex-Moslems. Sind Sie vorbestraft? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Alles wird gut. Es ist so. Alles wird gut. Alles wird keine gut. Meinung. Alles wird das gut. Sind Tatsachen. Ja, wenn Sie meinen. Ja? Und hier geben Sie sich als Journalist aus. Ich bin Journalist seit 35 Jahren. Ja. Und mein Chef ist bei einem islamischen Terroranschlag ums Leben gekommen. Das haben Sie auch gelesen. Ne? Hetzender das haben Sie auch gelesen. Ja. So.
mehrfach, er ist ein mehrfach bestraft. Ja, ja, ja. Geh doch mal auf deine Seite, die ist da drin. Ja, 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 nee, meine Seite ist hier. Meine Seite ist hier. Ja, meine Seite ist ganz sicher nicht hier. Wissen Sie was? Du gehörst hier überhaupt nicht her. Das ist nicht Ihre Aufgabe, das ist Ihre Aufgabe, das zu beurteilen. Das ist meine Aufgabe. Verdrängen Sie dich doch. Bedrängen Sie mich nicht. Das ist Nötigung, was Sie machen. Das ist keine Nötigung. Das ist Nötigung. Nein, das ist keine Nötigung. Weißt du eigentlich, dass ich Recht an meinem Bild habe? Ja, Sie sind hier bei einer Demonstration und Sie drängen sich hier gerade vor meine Kamera. Genau das Gleiche ist dem Pegida-Demonstranten beim ZDF passiert. Der hat sich nämlich vor die Kamera gedrängt, hat Pech gehabt. Ja. Wenn Sie sich vor die Kamera drängen, ja, ist Ihr Problem. Ja. So. So. Wenn die Leute hier auf dem Gehsteig stehen, muss ich auch kurz auf dem Gehsteig. Ja! 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 Genau! Könnt ihr noch was anderes außer Nazis raus? Ja, mindestens 10 Worte. Ja, komm! Das entscheiden Sie nicht. Das entscheiden Sie nicht. Das entscheiden Sie nicht. Ja? Nötigen Sie mich hier nicht. Ja? Ja? Sie nötigen mich hier jetzt nicht. Ja? Okay? Ja? Kennen Sie sich eigentlich mit dem Grundgesetz aus? Ich schon. Ja? Ja? Hau ab! Wissen Sie, was Sie hier machen? Hau ab! 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 Yes! Yes! Hey, warum seid ihr da? Wir sind zufällig eigentlich da, aber sind zufällig. Nee, sag doch mal, warum demonstriert ihr hier? Was habt ihr gegen die AfD? Was? Hä? Sag doch mal. Ja, kein Stress, natürlich. Für den Schwachmann. Ganz einfach. Also, jetzt habt ihr die Möglichkeit, was zu sagen, was Faktisches, was Sachliches. Ja? Weil ihr gebt momentan ein ziemlich armseliges Bild ab, weil ihr kein einziges Argument habt. Haben Sie ein Argument, warum Sie hier stehen? Nein, nein, nein. Ja. 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 Braun. Wo sind die Braunen? Wo sind die Braunen? Da drin. Ja? Da drin sind die Braunen. Ein bisschen Bildung schadet nicht. Hallo? Warum sind Sie heute hier am Demonstrieren? Können Sie sagen nein? Nein? Wo sind hier Nazis, bitte? Omas gegen rechts! Omas gegen rechts! Warum seid ihr gegen rechts, ihr Omas? Das ist ein Dokument der Zeitgeschichte, Chris, ehrlich. Abstellung.
Warum demonstrieren Sie heute hier? Ja? Was? Der gehört zu den Nazis. Der gehört zu den Nazis. Nee, wir sind Journalisten. Wir sind Journalisten. Können Sie uns sagen, warum Sie heute hier demonstrieren gegen die AfD? Weil die AfD widerliche Nazischweine sind, wo heute wieder ein Landtags- und Bundestagsabgeordneter gepostet hat, dass er Asylanten erschießen will. Asylanten erschießen? Ja. Wer hat es gepostet? Schaue ich Ihnen gerne nach. Ich weiß schon, ich kann Ihnen jede Quelle nennen. Sie werden immer sagen, stimmt nicht oder es ist Lügenpresse. Ja. Und wenn ich die Kamera auf Sie halte, das habe ich auf so einer Veranstaltung auch schon gemacht, dann wollten mich die AfDler auch gleich prügeln. Warum könnt ihr das denn so machen, auf jeden die Kamera halten? Nein, nein, nein. Also, wissen Sie was? Wir wollen den Austausch. Also ich bin jetzt ein Journalist, der ganz gerne erfahren möchte, was so schlimm an der AfD ist. Ja? Und, dass man die EU kritisiert. Für welches Medium schreiben Sie denn? Das ist für politically incorrect. Politically incorrect. Der größte Internet-Nachrichtenblog. Ja? Wie heißt der? Politically incorrect. Ja? Und es wird auch auf YouTube gesendet. Und ist jetzt der AfD nah oder ist der das neutral? Das ist neutraler Journalismus. Und wir wollen uns ja austauschen. Ja? Ja. Und jetzt die Frage: Kritik an der EU, Kritik am Islam, ist das alles schon braun und Nazi? So was hat es damit. Ja, das sind die Positionen der AfD. Die hat ja keine andere Position, außer nur auf das einzuschlagen. Wir haben keine Antworten, wir haben überhaupt gar nichts. Haben Sie sich das Programm der AfD durchgelesen? Ja, habe ich durchgelesen. 76 Seiten. Ja, es jedes Politikfeld. Erschreckend. Ja. Was ist da alles erschreckend? Das macht doch keinen Sinn, weil das haben wir alles an so vielen Stellen schon diskutiert. Ja, und dieser Austausch funktioniert nicht. Die AfD lebt nur in ihrer Blase und schottet allen Input von außen ab, um nur auf Flüchtlinge zu hetzen. Oder was ist denn mit dem Gauland und seinem Vogelschiss? Haben Sie das durchgelesen, das Zitat mit dem Vogelschiss? Ja, habe ich. Der hat vorher gesagt, die AfD steht an der Seite der Juden und steht an der... Und ist... Hören Sie mal zu. Ja. Warum? Wollen Sie... Auf einer Nazi-Webseite? Weil der hat bei P1-News... P-News ist pro-israelisch, kann nicht Nazi sein. Also schon mal völlig ausgeschlossen. Was Sie werfen mit dem Begriff Nazi völlig hemmungslos um sich und vor allem ohne jeden faktischen Hintergrund. So, jetzt nochmal zu dem Vogelschiss-Zitat. Haben Sie es mal durchgelesen, das Zitat? Das macht keinen Sinn. Da hat er ganz klar... Nee, Sie wollen es ja gar nicht wissen, ne? Nein, ich möchte es nicht mehr Sie wissen. Möchten, wenn Sie nicht neutral sind, dann diskutiere ich nicht mit Ihnen. Doch, wir unterhalten uns doch gerade. Journalismus. Wir unterhalten uns doch gerade. Aber Sie wollen doch nur die Position vom Gauland einnehmen, ich oder kenne nicht? Das Zitat vom Gauland, deswegen wollte ich Sie noch einfach nur nahebringen. Ja. Dass das also aber absolut nichts mit Nazi zu tun hat. Du redest gerade mit einer Wand. Also das ist halt wirklich, ja, das kommt mir auch so vor, ja, da ist die Wand. Ja, du bist die Wand. Aber bringt es was, wenn man Wände aufbaut? Wir wollen doch Mauern einreißen, oder? Wir wollen doch miteinander reden, oder? Ja, wenn mit ihm brauchst du nicht das. Aber der Kollege von Ihnen will eigentlich mit mir reden und Sie blockieren das gerade. Sie verhalten sich ziemlich antidemokratisch. Jetzt kommt der nächste Schirm. Jetzt kommt der nächste Schirm, ja. Wissen Sie, in einer Demokratie funktioniert es mit Meinungsaustausch. Man redet miteinander. Ja, ist schwierig gerade. Aber es waren gute Ansätze bei Ihnen zumindest. So, haben wir noch jemanden, der sich äußern möchte? Verpiss dich einfach, Stürzi! Bleiben Sie doch einfach ruhig! Verpiss dich! Bleiben Sie doch gelassen! Bleiben Sie ruhig und gelassen und gut gelaunt, auch wenn es regnet. Aber ja? Hier ist noch nie verurteilt worden wegen Hetze. Nein, nicht wegen Hetze. Nicht wegen Hetze. Nein, nein, nein. Sie müssen sich meinen Wikipedia-Artikel genau durchlesen. So. Also, wir hatten eben schon mal. Es kommt auf Instagram. Komm, warum bist du denn hier? XS1EMON. Folgt mir alle auf Instagram. Yes. Yes. Feiern. Kann ich doch nur. Also, will sie noch jemand äußern? Wir sind doch lauter nette Menschen, die sich auf Instagram, die zu ihrer Meinung stehen, oder? Krieg mal. Jesus, Maria und Josef. Also, wissen Sie was? Sie unterbinden damit die Möglichkeit, dass sich Leute hier äußern können. Wollen Sie sich äußern? Warum sind Sie hier? Warum nicht? Aber Sie haben doch sicherlich viele Gründe, heute hier zu sein, oder? Seid Sie so neugierig. Ja, nee, wir wollen ja erfahren, was so schlimm an der AfD ist. Das würde uns echt interessieren. Aber bisher habe ich außer Nazi nichts gehört. Nazi und Braun. Warum sind
Weil ich Interviews mache. Ja. Ja. Alles klar, schönes Wochenende. Und ihr? Ja, ich wohne hier, also er wohnt hier. Also seid zufällig da? Ja. Nur gucken? Ja. Nur gucken. Ja. Ihr auch? Oder seid ihr auch gegen die AfD-Veranstaltung? Ja, auch. Seid ihr auch dagegen? Ja. Warum? Irgendwelche Spasten muss man dagegen sein. Spasten? Ja. Warum Spasten? Ja, schau mal einfach. Schau dir an. Da weißt du mal. Vom Aussehen her oder von der politischen Einstellung? Das auch. Ja. Und was ist so schlimm an der politischen Einstellung? Was so schlimm daran ist? Ja. Habt ihr eigentlich schon mal daran gedacht, dass ihr gegen Menschen seid? Ja? Nein. Islamkritisch heißt nicht, gegen Menschen zu sein. Das ist einfach nur eine berechtigte Kritik an gefährlichen Bestandteilen. Aber Sie sind verurteilt worden, wegen Hetze. Wegen Islamfeindlichkeit. Wenn Sie es tausendmal wiederholen, wird es nicht besser. Doch. Wird es nicht besser. Die Gerichte haben das festgestellt. Die Gerichte, lesen Sie einfach mal den Wikipedia-Artikel richtig durch. Aber Sie sind verurteilt, Sie mussten bezahlen. Ich musste bezahlen. Ja. Lesen Sie doch einfach mal durch. Ja? Sie sind ein Hetzer. Wissen Sie, ich habe mehrfach wegen Hetze. Ich habe Freisprüche wegen meiner Islamkritik bekommen. Freisprüche auch. Auch, ja. Aber Sie sind verurteilt worden. Wissen Sie, wegen was ich alles verurteilt wurde? Ich habe einen Ex-Muslimen zitiert. Ja. Ich habe einen Ex-Muslim zitiert. Hören Sie doch mal zu. Dass Sie ein Hetzer ist. Sie wollen gar nicht wissen, um was es eigentlich geht. Ich weiß es ja. Sie wissen es eben nicht. Sie wissen es nicht. Ja. So. Sie sind ja ganz schön aktiv, gell, mit Ihrem schwarzen Schirm. Wollen Sie es unterbinden, dass sich hier Menschen äußern können? Haben Sie die Befürchtung, dass Menschen hier irgendwie was Blödsinniges sagen könnten? Die sind sehr anhänglich, gell? Die drei hier sind echt anhänglich, gell? Okay, gut. Also wir haben jetzt auch wirklich ausgiebig versucht. Jetzt kommt ja noch ein bunter Schirm dazu. Wir sind bunt, tolerant und vielfältig. Nur nicht zu denen, die eine andere Meinung haben, gell? Ja? Warum sind Sie heute hier? Auch nur ein Schirm, ja? Also wir haben jetzt hier 7 Schirme gegen uns, ja? Ja, gut. Wie viel fehlt eigentlich noch zum Zuschlagen? Wie viel fehlt eigentlich noch zum Zuschlagen? Würden Sie auch gern zuschlagen? Menschen, die eine andere Meinung haben? Ja? Ja? Gut. Super. Was denn? Nein, wieso denn? Wieso denn? Nein, ich bleibe jetzt da. Ich bleibe jetzt da. Wissen Sie? Und wenn Sie mich hier wegführen wollen, dann bleibe ich erst recht noch länger da. Ja? Dann erst recht. Ne? Weil wir wollen mal schauen, wer hier das längere Durchhaltevermögen hat. Servus. Hallo. Servus. Und warum sind Sie da? Hopsala. Also nicht körperlich bedrängen. Ja? Ne? Also wenn man einen Schirm mal im Auge hängen hat, dann wird es nicht mehr so lustig. Gell? Also, warum sind Sie da? Keine Meinung? Komm, jetzt könnt ihr mal alles sagen, was ihr gegen die AfD habt. Sachliche Argumente, warum die AfD so schlimm ist. Nutzt doch die Möglichkeit. Ihr gebt momentan ein ganz schlechtes Bild ab. Ihr haltet nur Schirme vor die Kamera und brüllt Nazis raus. Mehr kommt nicht. Ja? Also ich gebe euch echt Möglichkeit, euch besser dastehen zu lassen. Ja? Kommt aber nichts, gell? Kommt nichts. Aber lustig ist es wenigstens. Ja, weißt du, solange die Menschen lachen, ist noch alles in Ordnung. Ist noch alles in Ordnung. Aber er hat seinen Schirm schon kaputt gemacht da drüben. Siehst du den? Ja. Der du, und siehst du das Ding? Da vorne ragt ein Draht raus aus seinem kaputten Schirm. Ich weiß schon. Und das hat er vorhin fast einer Frau ins Auge reingerammt. Das habe ich gesehen. Ja. Habe ich auf Band, glaube ich, auch. Ja. Gut, also das war jetzt hochinteressant. Ja. Das war eine Milieustudie. Ja, in der Tat. Aber wir haben echt vielen Leuten die Möglichkeit gegeben, muss man sagen. Ja. Also man kann nicht sagen, wir hätten nicht alles versucht. Ja. Jetzt haben wir kurz verschieben. Und jetzt überlegen wir uns noch, ob wir der Dame eine Anzeige draufhauen, oder? Ja, wird aber nichts bringen, glaube ich. Der Protschka ist durchgekommen, weißt du, ne? Nee, es muss Eggenfelden Amtsgericht. Okay. Ja gut, ich weiß nicht, wie hier die Gerichte so sind. Das ist die Frage. Ne?